schnell wieder zurück. Zurückgehumpelt, lieber Billy. Mal sehen, ob das klappt. Wo ist denn die Büste? Aber, Alter. Oh je. Eine Sekunde, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Okay, so, das müsste die Sache ein bisschen vereinfachen. Also dann, wo ist die Engelstatue? Ist die vielleicht hier auf der anderen Seite? Weil der Raum ist ja leider voll. Oha. Nee. Ah, da ist weitere Gimmer-Munition, sehr schön. Oben lag nämlich noch welche. Ich wusste doch, wir hatten mehrere. Und dieses Objekt kann ich nicht tragen, aufgrund von... Ich bin voll wahrscheinlich. Ja, Mist. Okay, dann wieder zurück. Und kombinieren wir mal die zwei Gewehrmunitionspackungen, damit wir einen größeren haben. Zwei einzelne ist nicht ganz so gut, finde ich mal. Vor allem, wenn man so wenig Platz hat im Inventar. Okay, so, hier hätten wir die Gewehrmunition. Sie ist verkombiniert. 14 Schuss haben wir. Das müsste eventuell für einen Endgegner reichen. Oh Mann. Vielleicht. Falls wir denn irgendwo noch einen treffen werden, wovon ich mal ausgehe. James Marcus. James Marcus und Spencer haben sich rivalisiert. Nein, das ist falsch. Ich bin ja komplett falsch. Albert Wesker und noch einer haben sich rivalisiert. Okay, jetzt habe ich, das habe ich etwas verwechselt. So, weiße Statue. Mal sehen, ob das funktioniert. Das geht nicht. Okay. Na gut. Dann legen wir mal die weiße Statue wieder hin. Das bedeutet aber, die muss an die schwarze Statue hin. Dann hat sie wenigstens komplett ihre Flügel beisammen. So. Uah, mein Kopf pocht so sehr. Rebecca, heil mich. Oder Schatz, heil du mich. Aber das geht nicht, denn sie ist selbst im Delirium. So, okay, das ist ja wohl naheliegend. Das klappt. Okay. So. Die Statue in Form eines Dämons. Okay, fertig. Da gibt es keine Einkerbungen mehr. Das bedeutet, ich glaube, die ist fertig soweit. Okay. So, aber jetzt möchte ich gleich noch was anderes ausprobieren. Und zwar, das Feuerzeug ist ja jetzt wieder, ne? Funktionstüchtig, vielleicht brauchen wir gar keine Kerze, sondern das Feuerzeug ging einfach nicht. Die Frage ist, wo müssen wir dann nochmal hin? Wo war dieser Raum mit der Kerze? Aha, das bedeutet einmal hier, okay, einmal ein Stockwerk nach oben, die nächste links und nochmal nach links, ich glaube, da müssen wir hin. Gut. Wenigstens ist die Musik nicht so laut. Das ist gut. Die Action-Musik bei Resident Evil 6 hätte ich, glaube ich, nicht verkraftet. Da wäre die Wahrscheinlichkeit einer Kopfimplosion, ja, größer gewesen. So. Das bedeutet hier rein. Ich glaube, die Geschichte, die hat sich für mich nicht so ganz noch zusammengesetzt. Da gibt es noch viele Lücken.
So, ich glaube, das ist hier, oder? Ja, das müsste hier sein. Da kommen wir in einen kleinen Raum. Ein Doppelraum. Das sieht aus wie eine weitere Geheimwand dazwischen irgendwie. Ist das Regen? Nee, das ist, glaube ich, der Computer. So, mal sehen, ob das klappt oder ob wir da drin ist ja eine Kerze, ne? Aber es ist da stand dran, ist abgewandt. Nee. Na, so. Es war echt das Feuerzeug und keine Kerze. Super. Da hatte ja das Delirium ja doch einen guten Sinn, einen guten Zweck. So. Ja, das war der falsche Knopf. Oh, L2. Na. Na, bist du im Fall. Und du auch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, irgendjemanden fressen die da, okay. Vor allem. Oh Mann. Okay, sind immer auf Nummer sicher gegangen. Das ist auch okay. So, wir haben noch zwei Magazine. Vor allem hier diese zwei. Die sehen aus wie Lehrer, oder? Ne? Oder Auszubildende. Und es gibt aber auch solche Einsatzteam. Viecher. Also Einsatzteam, Leute, die hier wohl nicht so erfolgreich waren. Biologie, Soziologie und Politikwissenschaft. Das Bücherregal. Oh Gott, ich entschuldige mich. Das Bücherregal enthält Werke zu verschiedenen Themen. So ist richtig. So, aber das kann hier wohl nicht alles gewesen sein. Ah, hier kann man nach oben. Okay. Puh, Billy, ich weiß, wie du dich fühlst, Mann. Also, so halbwegs. Noch eine Kerze. Aktenschrank, nichts Interessantes, ein Bild. Das Stillleben eines Obstkorbs und zu verfaulte Früchte beschrieben. Aha. Was haben wir hier? Okay, nichts. Ein sehr verdächtig aussehendes Bücherregal. Was? Das Bild zeigt eine Gruppe von Leuten, die ein Baby umgeben. Ich dachte, ich hätte gerade umbringen gelesen. Okay. Wahrscheinlich das Buch des Guten, eventuell. Ja. Buch des Guten mitnehmen. Alter, war das gerade Donner? Oha. Das passt ja mal richtig gut heute. Ich fühle mich wie der Billy. Bei denen regnet es auch, glaube ich. Oder schlechtes Wetter. Und bei uns auch. Vielleicht hört er sogar das Donnern durch. Oh, Engelsflügel. So, okay, wir haben Gut und Böse eventuell im Gleichgewicht. Mal sehen, ob das klappt. Ich glaube, ich speichere auch mal, auch wenn uns dieses Viech jetzt erwischt hat. Unnötigerweise. Ich finde, der PC dort drin hört sich an wie Regelprasseln. Alter, heute ist wirklich Ende. So, wohin? Das ist die falsche Seite, glaube ich. Wir haben noch zwei Magazine dabei. Die Munition wird langsam übelst. Okay, hier durch und ich glaube, ich speichere mal.
Gewehrmunition. Sehr gut. Die werden wir hundertprozentig brauchen. So, wo haben wir die Speicherrolle gelassen? Ich sehe sie schon blinken, blitzen. Voll. Mist. Was lassen wir dafür liegen hier? Granaten. Sehr gut. Okay, es wird erst gespeichert und dann nehmen wir mal ein paar Gegenstände mit. Natürlich habe ich die genau neben das Farbband gestellt. Mal sehen, ob das richtig aufhimmelt. Ja. Oh je. So. Napalmgranaten und normale Granaten. Also wir können uns zur Wehr setzen. Scheiße. Oh Mann. Oh, Entschuldigung. Da ist mir gerade das Mikrofon umgeflogen. Also. Hier überschreiben. Oh Mann, wie konnte das passieren? Speichern beendet. Oh, das hat gezogen. Gut. Okay, Nummer 13, Halle. Farbband lassen immer wieder direkt liegen. Oh. Hier. Okay. Also dann. Die Statue des Guten. Sie liegt hier. Oh Mann, der Kollege da hinten. Der macht mich nervös. So. Ich glaube, das müsste dann so weit passen. Okay, da hätten wir einmal eine enge Büchse. Büste, so. Oh. Ich bin echt noch übelst im Reboot-Modus. Rebecca darf hier einfach nur weiter rumstehen. Die werden wir aber bald brauchen. Bald müssen wir sie, glaube ich, bald müssen wir Billy stehen lassen und Rebecca mitnehmen, weil sie hat noch ihre Mischutensilien dabei, die wir, glaube ich, was? Wie? Das brauche ich jetzt nicht. Natürlich brauche ich das. Genau hier. Ne? So. Na also. Ja, ist doch gut. Ist doch im Gleichgewicht. So. Richtig schön heute. So. Also atmosphärisch gesehen auf jeden Fall. Ich fühle mich wieder Billy. Draußen ist es ziemlich am Rumoren. Ne, passt richtig gut eigentlich zu einem Horrorstream. Nachmittag. Ja, Nachmittag passt. So. Okay, so. Mal sehen, ob das jetzt im Gleichgewicht ist. Und das Bild verschwindet in der Versenkung im Boden. Die Frage ist, nehme ich jetzt direkt meine Schrotflinte mit? Mal sehen, wo uns das hinführt. Das, ich würde mal sagen, hier wie in so ein Forschungslabor. Scheiße. Scheiße. Nein. Mistviech. Vergiftet sind wir aber zum Glück nicht. Spinnen lasse ich immer gerne. Scheiße. Nein. Verschlossen. Stehen. Scheiße. Oh, widerliche Viecher. So, sieht wohl aus wie ein geheimer Unterrichtsraum, ha? So, was gibt's hier zum. Gibt's hier was zum Durchschauen? Nein, ein Farbband.